Ich habe meinen Stimmkreis im Münchner Süden. Mein Vorgänger war SPDler, alter SPD-Stimmkreis, ein wohlerzogener Juso. Aber wie ich da kandidiert habe, der wollte mit mir zum Streiten anfangen und hat dann auf der Bühne gesagt, ja, das ist der neue Kandidat, mein Gegenkandidat, der Herr Gauweiler, der ist Rechtsanwalt und der, wollen wir doch mal reden über seine Mandanten, wo er da so viel verdient und Leo Kirch und alle möglichen anderen. Und der hat auch ein Haus am Starnberger See. Dann habe ich gesagt, erstens habe ich nicht ein Haus, sondern mehrere Häuser. Zweitens, wenn wir darüber reden, ob ein Bundestagsabgeordneter einen Beruf haben soll, sage ich, lieber Freund, dann müssen wir auch reden, dass Sie ohne Diäten Ihre Mieten nicht zahlen können. Und dann war das Thema vorbei.